Hallo und willkommen zum Farming Simulator 2015. Ja, es hat sich wirklich einiges getan. Und zwar fahre ich jetzt gerade meine Mietresche. Ich bin hier im Tutorial drinnen. Es wird ja einem wirklich Schritt für Schritt erklärt, was zu machen ist. Das finde ich eine sehr schöne, angenehme Sache. Und die Fahrzeuge haben wirklich an Qualität und Details massiv zugelegt. Auch das Menü wurde komplett überarbeitet. Es wirkt alles viel erwachsener, viel reifer. Und es kommt einen großen Schritt einer richtigen Simulation immer näher. Ich bin wirklich begeistert, was sich getan hat. Ich werde euch einige Details auch zeigen in diesem Video. Eins, was einem vielleicht sofort auffällt, ist, die Fahrzeuge können dreckig werden. Und das tun sie auch, und zwar ziemlich schnell und massiv. Sieht richtig gut aus, bis auf einige paar Texturen, die was verpixelt sind. Aber sonst bin ich wirklich sehr zufrieden mit diesem Effekt. Ja. Auch die Fahrzeuge an sich haben an Funktionen zugewonnen. Das Ganze geht in Richtung mehr Realität. Und das Einzige, was mich ein bisschen dran stört, ist, dass die Landschaft nicht wirklich schöner worden ist. Aber gut, finde ich jetzt nicht wirklich so schlimm. Auch die Physik, wie wir gesehen haben, der Mietrescher kippt nicht um oder dreht sonst irgendwie an der Physik durch. Auch die wurde überarbeitet. Das sieht man dann später dann gleich mal mit den Traktoren an. So, hier ist das Tutorial, wegklicken. Gut, was man hier jetzt sieht, ist, da wo ich ablade am Hänger, auch da bilden sich so kleine Schutthäufchen und auch da geht es in die Höhe. Auch das ist neu. Das heißt, der Anhänger fühlt sich nicht mehr gleichmäßig, sondern er fühlt sich da, wo ich auch wirklich die Fracht ablege. Des Weiteren, was ich schon angesprochen habe, die Detailverliebtheit, was jetzt neu ist. Ihr seht, ich kann hier, keine Ahnung, wie dieses Teil heißt, was sich hier gerade bewegt, diesen Dreschkopf, sage ich jetzt mal, kann ich nach oben und nach unten senken, auch nach vor und zurück. Ich finde es einfach wirklich super, was da dazu gekommen ist. Also wirklich richtig, richtig nett gemacht. Und das zieht sich auch kontinuierlich durch das ganze Spiel durch. So, jetzt fahren wir das Röhrchen mal wieder ein. So, das ist die Übersichtsmap. Okay, sieht auch auf jeden Fall um einiges besser aus. Also für meinen Geschmack jetzt. So, und hier ist das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt den Motor starte und vorne das senke, ihr seht, wie schön die Federung hier arbeitet, ja. Gut gemacht. So, jetzt steigen wir mal in den Traktor ein und schauen uns jetzt mal die Fahrphysik an, was sich da jetzt wirklich getan hat. Ja, wir kennen es alle, wenn man irgendwo dagegen fährt oder auf dem Hügel aufbüßt, dann kann ich schon mal sehen, dass der Traktor ja entweder gleich herumfliegt oder am Rücken in der Schildkröte herumtaumelt. Ja, es fährt sich komplett anders. Und jawohl, man sieht, ich bin jetzt volle Kanne dagegen und nichts ist passiert. Der Traktor steht felsenfest am Boden. Und es fühlt sich auch wirklich anders an zum Fahren. Es fühlt sich besser an. Definitiv. Viel schöner. Ja, das Problem scheinen sie endlich wirklich in den Griff bekommen zu haben. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal einen Hügel an, wenn wir da jetzt mal drauf klettern. So, und jetzt mit vollem Karacho nach vorne. Und schauen wir, was passiert. Werde ich abheben zum Mond oder nicht? Es wird spannend und tatsächlich. Wie auch schön vorne die Reifen runtergehen mit der Federung. Gut, jetzt fahren wir die ganze Karre um und fahren jetzt mal in die umgekehrte Richtung runter. Schauen wir mal, was da passiert. Ja, ich mache keine 5000 Kilometer Sprünge, sehr schön. Jetzt schauen wir uns mal den Federweg der Reifen an. Wie gut sie das hinbekommen haben. Jo, alles klar. Da bewegt sich wirklich alles. Oh, sehr gut. Man sieht auch, dass sich die Achsen nach links und nach rechts verdrehen. Von der Höhe her.
Scheiße, ich glaube, ich komme jetzt da nicht mehr rauf. Komm, 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 komm. Nee, das wird ja nichts mehr. Gut, dann nehmen halt nochmal ein bisschen Schwung. Und schauen uns das Ganze von der Seite an. Der federt wirklich sehr schön ein und wieder aus. Also richtig smooth. So, dann schauen wir uns mal die Reifen an. Das soll sich ja auch etwas vom Stellgrad getan haben. Ich weiß nicht genau, wie der Fachausdruck ist, aber auch das stimmt. Dass die Abstände, wenn man einlenkt, bei der Reifen anders ist. Oh, habt ihr das gerade eben gesehen? Wie schön das hier nachfedert. Es sieht nicht nur gut aus, sondern es fährt sich auch wirklich so schön. So, da sitze ich jetzt auch schon im etwas größeren Traktor. Mit dem Gewicht vorne dran. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen, wie das eigentlich aussieht, wenn ich den Anhänger dran habe. Übrigens, auch das hier ist neu, dass wir Reifenspuren hinterlassen. Ich habe jetzt noch nicht genau darauf geachtet, wenn die wieder verschwinden. Aber auf jeden Fall ein sehr schöner Effekt auch. So, jetzt sehen wir mal hier die Kutsche an. Und schauen wir mal, wie sich da die Fahrphysik verhält. Gut, wer kennt das nicht, wenn man zwischen zwei Gegenständen mal durchfährt und ja, der liebe Traktor hängen bleibt, fetzt einem gleich den Anhänger ab oder man fliegt dann über die ganze Karte. Das werden wir danach auch testen, ob das hier der Fall ist. Ja, erstmal eine scharfe und Donut drehen. Ja, wunderbar. Fahrt sich echt gut. So, dann den Hügeltest wieder runter mit uns. Boah, sehr gut. Ich schaffe das gute Teil nicht zum Fliegen zu bringen. Auch hier sieht man sehr schön den Federweg der Reifen. Also wenn ich mir hier so die Grafik und die Details anschaue, es sieht so viel besser aus als die anderen Teile. Da frage ich mich, wer hat hier das Spiel wirklich programmiert? So, jetzt schauen wir uns noch ein Detail an, was mir aufgefallen ist. Was bei den Vorgängern auch jetzt so war, wie es jetzt ist, was mich wirklich sehr beeindruckt, weil die müsste wirklich dran gefeilt haben. So, wir sind jetzt hier beim Traktor hinten. Die Anhängerkupplung und diesen Bolzen vom Anhänger. Gut, was hier gleich einmal auffällt, ist einfach mal die Detailgetreue. Also man sieht hier sogar diesen, ja, diesen Stift quasi, was das Ganze zusammenhält. Und wir kennen das alle vom Vorgänger, wenn man irgendwo dagegen gefahren ist, dann ja, hat sich einfach mal der Anhänger entweder abgekoppelt oder er ist ein Stück quasi einen Traktor hinterhergezogen, ohne dass er am Fahrzeug war. Und das ist hier absolut nicht mehr der Fall. Wir sehen, dass es hier wirklich verbunden ist, ja, und da tut sich auch nichts, ja, da löst sich nichts ab, da glitscht nicht irgendwie etwas raus, sondern das ist wirklich fix montiert. Und ich bin auch schon richtig gespannt, wie das dann aussehen wird mit dem Frontlader. Das kennen wir auch mit dem Frontlader, ne? Dass er dann teilweise ein bisschen in der Luft rumschwebt, rumglitscht und ich glaube, also ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch nicht mehr der Fall sein wird, denn ja, wir sehen ja, dass beim Anhänger wunderbar funktioniert, ne? So, ja, ich weiß, es sind so Kleinigkeiten, aber ich finde es einfach toll, dass sie das Spiel einfach reifer machen, anstatt irgendwelchen Pipapo mit einzubringen. So, jetzt wieder mit dem Traktor raus und jetzt schauen wir uns die nächsten Tests an, nämlich wir fahren jetzt mal einen Hügel runter, ob das da auch noch so schön dran bleibt. Ja, wunderbar, und es biegt sich auch richtig schön nach unten, ohne dass irgendwie was rausgeht. Oh, nice. So, weiter geht es jetzt hier doch mal schnell beim Mähdrescher. Und zwar, da möchte ich euch auch etwas zeigen, was mir aufgefallen ist. Hier haben wir mal das Licht. Das wurde komplett neu designt. Ja, es sieht einfach nur geil aus. Und jetzt kommt der Hammer. Es blinkt nicht nur realistisch, sondern wir haben sogar innen dieses kleine Drehlicht, was unter der Plastikhaube ist. Sogar das sehen wir, dass es sich dreht.
So, und hier kommt das nächste. Und zwar, dass ich mit diesem Mietrische dreschen kann, muss ich da oben diese Klappe aufmachen. Erst dann kann ich vorne die Mietrische aktivieren. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten. Ihr seht, dass sich das Innenleben von dem Mietrische bewegt. Ja, diese Spiralen, was drinnen verbaut sind, diese drei Stück, was wir hier sehen, diese drehen sich auf. So, und jetzt wird das Korn hier eingeschüttet. Also wirklich, sehr, 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 sehr viele Details werden hier nachgebessert. So, jetzt gehen wir nochmal den Mähdrescher ausleeren, um euch zu zeigen, was hier jetzt beim Anhänger, ich habe vorher schon kurz angesprochen, auch neu ist. Und zwar, es bilden sich dort Häufchen, wo ich das Zeug auch wirklich ausleere. Das heißt, ich werde jetzt hier kurz eine Erhebung machen. Entschuldigung. Und wir sehen, dass sich das Korn auf diese Stelle auch wirklich ungleichmäßig auf dem Anhänger füllt. Das heißt, man muss ja auch wirklich mit dem Fahrzeug hier den Anhänger gleichmäßig befüllen. Nicht so, wie es vorher war. Ich habe das einfach irgendwo abgeladen und es hat sich einfach ja, alles mehr oder weniger gleichmäßig gehoben. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. So, ein weiteres Highlight, das betrifft ebenfalls alle Fahrzeuge, ist das Innenleben, das die Cockpit an sich. Und zwar hat sich auch einiges getan. Nicht nur, dass es schönere und detaillierte Modelle gibt und Texturen. Nein, die Armaturenanzeigen erfüllen jetzt auch wirklich ihren Sinn. Sprich, wir haben jetzt nicht nur eine draufgeklatschte Textur, sondern sie lebt. Wir sehen über die Anzeige jetzt rechts beim Mähdrescher den Füllstand an Korn, dann die Geschwindigkeit kann ich ablesen, wie schnell was ich fahre, also ist ja die Geschwindigkeit, wie schnell was ich fahre, den Benzin- oder Dieselstand, besser gesagt. Ich kann wirklich vom Cockpit-Inneren jetzt an den Armaturen tatsächlich Fahrzeuginformationen ablesen. Auch das ist neu, auch das gab es nicht in den Vorgängern. Und ich sage, wow, cool ab. Also ich bin schon richtig gespannt, wie es mit den anderen Fahrzeugen ausschaut. Ja, und vor allem den forstwirtschaftlichen Betrieb, ja, werde ich dann genauer unter die Lupe nehmen.